der so, ich weiß nicht, was die Maschine hat. Was ist denn los? Weißt du, 15 Minuten Schnitt oder was? Na klar. Nein, wir wollen doch vorher bequatschen, was wir reden. Oh nein, okay, wie viel Zeit haben wir noch? 15 Minuten ohne Schnitt, 13 Sekunden sind um. Oh, dann geht's ja noch. Einen wunderschönen guten Morgen, ich, Dirk, und auf der anderen Seite ist die Anke. Jetzt musst du einmal auf den Knopf drücken. Ja, hallo, guten Morgen. Wir machen heute 15 Minuten Schnitt, nicht Dienstag, sondern Mittwoch, weil gestern war Maikes letzter Tag und dann haben wir alles mehr dazwischen gekriegt. Aber deswegen kommt es heute mal, einen Tag später. Ich bin am gucken, ob der Ton tut. Also, alles gut, sorry. Okay, der Ton also, tut? Der macht immer hier rote Ausschläge, dann tut er, ne? Alle wach geworden, tut der Ton? Okay, auf geht's. Also wir haben uns gestern überlegt, dass wir mal eine Grundsätzlichkeit bequatschen. Lass uns zusammen gucken. Ja, natürlich. Dass wir eine Grundsätzlichkeit bequatschen. Warum und wieso? Ich muss mal kurz einmal, ihr wisst, bei 15 Minuten Schnitt gibt es immer sehr wackelige Bilder. So. Wir haben uns überlegt, warum und wieso säen wir überhaupt Getreide oder säen wir unterschiedliche Früchte? Genau. Warum Wintergetreide? Warum jetzt? Warum nicht im Sommer? Genau. Und das ist vielleicht so auch mal was für die Nichtlandwirte unter euch. Und die wollen wir auch ansprechen. Ja, hast du das auch gemerkt, ja. So, jetzt ist der Ton auch wieder da. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was verstanden. Also warum säen wir jetzt gerade Wintergetreide und kein Sommergetreide? Warum säen wir überhaupt Getreide? Ist da grundsätzlich Getreide? Wofür ist Getreide da? Wir nutzen das Getreide ja als Futter, ne? Für unsere Tiere. Ich mache auch Getreide für mein... Du machst sogar auch Getreide für Mehl. Fürs Brot. Hier ist eine Region, also wo wir wohnen, im Raum Bocholt, ist ein sehr sandiger, leichter Boden. Und da kriegen wir nicht das Qualitätsgetreide nicht so hin, sprich für Backweizen, Backroggen. Und deswegen haben wir hier seit jeher schon eigentlich sehr leichte Getreidesorten, Gerste. Tritikale. Tritikale. Roggen geht auch noch. Hauptsächlich für die Nutzung von Futter. Genau. Warum machen wir nicht nur Mais? Versuche ich ja, aber... Darfst du nicht. Nein, also wir müssen eine Fruchtfolge einhalten. Es gibt eine Fruchtfolge, die wir einhalten müssen. Anbaudiversifizierung heißt das Wort. Richtig. Das sind die gesetzlichen Bestimmungen. Genau, voll. Aber wir machen es ja auch für den Betrieb sinnvoll, für den Boden sinnvoll. Definitiv. Gemischt. Deswegen eine Fruchtfolge, deswegen wechseln wir die jetzt immer. Damit es keine Krankheiten gibt, damit wir keine Nematoden zum Beispiel im Boden haben. Bei der Zuckerrübe ist es zum Beispiel so, es bilden sich kleine Nematoden, das sind kleine Würmchen, oder Kartoffeln auch, die quasi die Folgefrucht kaputt fressen. Die wissen, dass sie kommt, die Folgefrucht, dann fressen sie kaputt. Deswegen ist die Fruchtfolge wichtig. Bei der Zuckerrübe mindestens 3 Jahre ohne Zuckerrübe. Oder 2 Jahre ohne Zuckerrübe, alle 3 Jahre geht. Weiß ich nicht. Also ich habe so eine große Fruchtfolge. Ja, du hast nicht viel Luft. Also 3 Jahre besser als 2 Jahre ohne Zuckerrübe. Beim Getreide relativ problemlos. Der Weizen macht ein bisschen Stress. Weizen nach Weizen ist nicht immer ganz so einfach. Es gibt einen Stoppelweizen, nennt sich das dann. Da wird dann Weizen nach Weizen gemacht. Aber dann gibt es in der Folgefrucht auch schon ein bisschen mehr Stress mit der Gesundheit. Genau. Und deswegen möglichst unterschiedliche Früchte. Genau. Also jetzt... Jetzt war ja die Frage, warum machen wir denn jetzt Winter und nicht Sommer? Genau. Weil es im Sommer gar nicht mehr regnet. Sehr witzig. Also das Wintergetreide, das hat etwas mehr Ertrag. Mhm. Und was natürlich dann auch ein Vorteil ist, dass im Winter die Fläche bewachsen ist. Für Wild. Erosionsschutz. Für Erosionsschutz. Mhm. Für warum machen denn Menschen Sommergetreide? Gute Frage. Genau. Weil es Regionen gibt, da kannst du im Winter einfach nicht auf die Flächen drauf. Da, wo du sehr starke Fröste hast, ist es schwierig. Und eine Sommerung ist eigentlich immer etwas unproblematischer im Anbau. Etwas gesünder. Hat aber dann nur 100 Tage, 110 Tage Zeit zu wachsen. Wir säen jetzt im Oktober und ernten im Idealfall im Juli, Anfang Juli. Für die Gerste zum Beispiel, die wir jetzt aussehen, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie lange die Winterung steht. Genau, wir säen jetzt Anfang Oktober, Ende September, die Gerste. Und da haben wir gestern schon mal angefangen. Schaut so aus. Was? Voll der Rummelacker. Ja, also auch mein Vater schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn er so ein Feld sieht. Das ist ja gar nicht saatfertig. Viele von euch kennen diesen schönen, sauber geflüchten Acker, der halt super schick aussieht und für die nächste Frucht im Grunde ein Top-Saatbett bietet. Wir scheißen so ein bisschen auf die Optik. Uns ist das Wasser sehr wichtig. Wir wollen das Wasser im Boden halten. Wir wollen den Boden möglichst wenig bewegen. Wir wollen Humus aufbauen. Den Humus wollen wir oben haben, nicht unten. Alles, was unten eingeschlossen wird, also in Tiefe von 20, 30 cm nach dem Pflügen, verrottet nicht so schnell. Hier oben drauf, im nächsten Jahr sieht man nicht so viel Stoppeln.
Das ist unser Anliegen. Dann ja, es ist aber natürlich alles einfach abhängig vom Boden. Egal, genau. die Früchte, die wir drauf anbauen, die Art und Weise, wie wir bearbeiten. Wir haben halt hier sandige Böden und genau, das ist sogar unser Bester. Versuchen dafür alles gut zu machen. Das ist unser Bester. Das ist ein Eschboden schon fast. Also ich dachte, die da im Hintergrund ist die Beste. Das ist meine Beste. Ach so. Das ist unser bester Boden. Genau, und da haben wir uns, also ich habe mich persönlich jetzt vor 2 Jahren dazu entschieden, komplett auf den Pflug zu verzichten. Bis jetzt klappt es sehr gut. Mais, Getreide im letzten Jahr war, ich sag mal, überdurchschnittlich, muss ich fast sagen, für diese Region, vom Ertrag her. Und wir können so ein bisschen so filmen, dass man den Trecker ein bisschen sieht. So überdurchschnittlich vom Ertrag her. Und die Kosten sind halt geringer. Ich flüge nicht, ich grubbe einmal durch, sehe rein und fertig ist die Nummer. Ja. Flügen ist teurer, definitiv. Natürlich muss ich aufpassen mit Krankheiten. Aber auch da gibt es Unkrautdruck, genau. Aber auch da gibt es eine relativ einfache Methode, Krankheiten zu verhindern. Ich zeige euch das mal. Willst du mal hin? Ja, klar. Oh, ich habe auf irgendwie den Knopf gedrückt. Übrigens, also sieht man dich nicht. Ach so. Ja, ich fasse jetzt das gebeizte Saatgut mit meinen bloßen Händen an für die Hater im Netz. Ich werde aber nicht sofort stellen, weil ich esse es ja nicht. Also, erstmal, warum Gerste? Das hier ist eine Gerste. Sieht man am Korn, es ist gebeizt. Die Saatgutbeize schützt ein wenig vor den ersten Krankheiten, auch ein wenig vor Vogelfraß. Hier ist ein Bitterstoff mit dran, weil sonst würden nämlich irgendwelche Vögel kommen und das Ganze einfach aufmampfen. Warum Gerste? Weil Gerste eigentlich relativ gut auf leichten Böden wächst. Und warum diese Gerste? Kann man es erkennen? Der Experte erkennt natürlich jetzt die Sorte direkt am Korn. Ich will behaupten, das ist unmöglich. Getreide im Korn zu erkennen. Mag sein. Pass auf, wir machen das wieder so. Kommst hoch. Klatsch. Dann kannst du auch wieder ins Bild. Also, warum diese Gerste? Das ist jetzt eine zweizeitige Gerste. Ja. Die Sorte heißt California. Ich bin in den letzten Jahren intensiv auf die zweizeitige gegangen. Das heißt, dass der Stiel wächst, dann kommt die Ähre und die Ähre hat nur in zwei Richtungen Körner sitzen. So wie Gras. Ja. Es gibt eine mehrzeitige. Die hat genau. In die Richtung. Genau. Meine Überzeugung und meine Erfahrung hat eigentlich jetzt gezeigt, dass die Körner dicker sind und dass die Körner weniger und die Ähren weniger Möglichkeiten haben, wo Zwischenräume sind, wo sich Wasser hält und dadurch einmal eine etwas höhere Ährengesundheit da ist. Mhm. Wir haben schon automatisch eine höhere Ährengesundheit. Und die Sorte an sich ist sehr gesund. Mhm. Ich habe die jetzt im dritten Ja, auch schon. Ich habe da auch schon 3 Jahre mindestens. Ja, genau. Davon, und wir haben noch keine einzige Fungizidbehandlung gemacht. Was jetzt wohl, genau, super gut. Was jetzt natürlich jetzt vielleicht. Pilze übrigens. Was jetzt vielleicht ein bisschen. Hallo, ich habe mich extra hier hingestellt. Ja, aber dann sieht man mich nicht mehr. Ich wollte mich ja aus dem Bild stellen. Okay. Also, was jetzt vielleicht uns natürlich auch gut getan hat, die letzten 3 Jahre Dürre. Ja, da waren weniger Körner, die Wasser brauchten. Genau. Und wenn du feuchte Bedingungen hast, dann steigt der Pilzdruck. Ihr kennt das von euren schimmeligen Wohnungen und so. Da, wo es feucht ist im Haus, da wächst der Pilz. Das ist auch so. Und wenn wir jetzt eine sehr feuchte Witterung haben, dann wächst auch der Pilz. Und dann wachsen auch die Pilze auf dem Getreide. Und das ist ein Riesenthema. Dafür gibt es eine Menge Fungizide. Und ich glaube trotzdem auch, dass die Ährendichte und so eine große Rolle spielt. Aber auch Blättern gibt es natürlich auch eine Menge. Mhm. Pilz, Blattkrankheiten, die schwierig sind. Nein. Ich muss mal eben ganz Handy kurz was weg. Gucken. Okay. Ich hatte was. Nein, stopp. Ich hatte was Besonderes gesehen, wie viele Fungizid- und Herbizidmaßnahmen man also überhaupt hier in Deutschland hat. Ich erzähle kurz die Neuerung überhaupt. An alle Leute, die schon mal die Erfahrung gemacht haben, bei uns ist es natürlich noch nicht passiert, aber einem Freund von einem Bekannten ist es schon mal passiert, dass er gesät hat. Dann hat er gesät und gesät, den ganzen Tag hoch und runter gefahren und jemand hat überlegt, scheiße, der Tank ist leer. Und für diesen Fall, weil wir das gehört haben, dass sowas schon mal vorgekommen ist, haben wir uns hier eine Kamera reingebaut, voll easy peasy, und wir haben ein Bild vom Saatguttank in dem Schlepper drin. Wir haben auch einen Leergutmelder an dieser Maschine. Aber da reicht schon, wenn eine Handvoll Getreide auf dem Leergutmelder liegen bleibt und er zeigt nichts an. Ja, genau. Warum Winterung haben wir erzählt? Genau, wir haben die Bodenbearbeitung erzählt. Warum keine Sommerung haben wir erzählt? Was für Vorteile da sind? Genau, Unkrautdruck hast du gerade gesagt. Mhm, genau. Unkrautdruck. Das ist natürlich auch immer eine Geschichte. Diese Fläche seht ihr jetzt hier. Das sind 12,67 Hektar. Willst du jetzt angeben oder was? Nein, das ist meine größte Fläche. Diese Fläche sieht relativ gut sauber aus. Wir hatten hier vorher Mais als Vorfrucht. Der ist jetzt seit 3 Wochen weg. Wir haben eigentlich nur einmal die Stoppeln gewalzt mit der Güttlerwalze, um die Maisstoppeln zu knacken.
damit die gut verrotten können, damit wir keine Probleme mit Maisinseln kriegen. Und ja, das sieht ist schon doof aus. Und haben jetzt einfach nur etwas gelockert. Also so auf 15 cm tief haben wir einmal kurz gelockert und säen jetzt direkt rein. Der Maisacker war sehr sauber, obwohl wir im Frühjahr auch relativ wenig Herbizide Mais eingesetzt haben. Also sprich, nichts gegen, relativ wenig gegen Unkräuter gemacht haben, ist der Acker sauber. Die Frage ist, wie lange wir diesen Status halten können. Wir haben Flächen, wo das überhaupt nicht klappt. Unsere Nachbarn wissen das wahrscheinlich. Da schäme ich mich auch ein bisschen für. Und da muss man eine andere Strategie fahren. Da muss man die Bodenbearbeitung ein bisschen intensivieren. Dafür haben wir zum Beispiel eine große Federzickenegge, die ist 5 Meter breit. Damit können wir irgendwo 12, 13 km/h fahren. Da kriegt man so einen Acker schnell mit umgeflügt. Natürlich gibt es aber auch eine gegrobert. Und die Unkräuter. Kaputt. Und natürlich gibt es auch eine Wir wollen ja nicht fliegen. Genau. Entschuldigung. Anke ist immer so penibel in meiner Wortwahl. Anke ist penibel in meiner Wortwahl. Ja, genau. Natürlich gibt es auch eine chemische Möglichkeit, aber klar, Roundup Glyphosat ist das Herbizid, was alles kaputt macht. Aufgrund der ganzen Diskussion möchte ich es eigentlich gar nicht mehr. Du? Ja, aber haben wir vorher jetzt auch nicht. Du tust jetzt gerade so, als wenn wir alle Nein, Flächen vorher haben. Nein, haben wir vorher auch nie gemacht, nur im Bedarfsfall. Nein. Das Wichtige ist aber, dass wir die Möglichkeit halten. Das ist das Allerwichtigste. Also wir versuchen alles so zu machen, dass wir es nicht brauchen. Aber es gibt Situationen, weil wir mit dem Wetter arbeiten, da muss man vielleicht mal etwas... Genau, und deswegen finde ich auch gut, wenn wir da noch ein bisschen verkämpfen, dass das Produkt bleibt. Und nicht so wie viele Leute denken, Glyphosat ist überall drin. Das ist mega, mega Quatsch. Egal welche Frucht ich behandle, mit Glyphosat, sie geht kaputt. Außer der Stechapfel, habe ich gestern gehört. Ist aber auch keine Frucht, sondern ist ein Unkraut. Giftiger. So, wir haben jetzt noch genau 3 Minuten 30, Schatzi. Okay. Sämaschine, genau. Wenn ihr wissen wollt, wie so eine Sämaschine funktioniert, dann müsst ihr kurz in der Liste Landwirtschaft ist gucken. Da haben wir ein Video letztens noch gemacht, wie wir die Sämaschine erklären. Deswegen machen wir das jetzt nicht nochmal. Genau. Landwirtschaft ist Gras aus Holland. Gras aus Holland, genau. Das Video war das. Genau. Und ansonsten hatten wir eventuell noch gedacht, das über Zwischenfrüchte zu erzählen, weil wir ja so eine lustige Mischung gemacht haben. Genau, wir haben eine lustige Zwischenfrucht. Die Mischung könnt ihr auch sehen, Landwirtschaft ist Zwischenfrucht. Genau. Ein bisschen Werbung mal. Teilen wir immer eben drunter. Genau, am Ende seht ihr, werden euch die Videos jetzt vorgeschlagen. Ja. Wir können ein bisschen über den Boden noch erzählen, oder? Weil das finde ich immer mega interessant. Ja, das machen wir ja, also ich sag mal, warum machen wir denn so eine Zwischenfruchtmischung? Hat ja auch damit zu tun. Genau, also unser Anspruch an der Zwischenfrucht, also Nachgetreide vor dem nächsten Jahr Mais, weil die Zwischenfrucht bei uns die Fruchtfolge Mais. Die Pflanze sitzt falsch herum im Boden. Oh nein, wer hat das denn gemacht? Ah, kannst du sie bitte retten? Sie erstickt. Fruchtfolge ist eigentlich immer Getreide, Mais im Wechsel. Und nach dem Getreide vor Mais versuchen wir eine Zwischenfrucht für den Winter zu finden. Die also ich habe auch noch Zuckerrüben und ja, Gras. Ich rede aber jetzt von mir, wir können das wieder komplex. Okay. Wir versuchen immer eine Zwischenfrucht zu finden, die früh den ganzen Boden bedeckt hat. Das in diesem Jahr überhaupt nicht funktioniert, weil es zu trocken war. Dann suchen wir eine Fruchtmischung, die halt tief wurzelt, die im Frühjahr auch noch lange grün ist. Ich wollte gerade sagen, winterhart ist, um eben auch den Stickstoff über den Winter zu tragen, genau. Und nicht nur Unkrautdeckung herstellt, genau. Unkrautdeckung, ja. Und Ziel ist einfach, dass wir auf unseren sandigen Böden. Ja, dann haben wir ja einen Leguminosen noch mit reingetan. Leguminosen reingetan. Hast du schon erzählt? Habe ich schon erzählt. Also Zwischenfrucht. Stickstoff sammeln aus der Luft. Genau, also unser Ziel ist einfach, den Boden hier wieder aufzupimpen. Also es gibt Flächen bei uns, da hast du, wenn du so machst, reinen Sandkastensand im Boden. Hier ist der Boden schöner, aber man kann ja auch sehr viel organische Substanz in den Boden. Und vor allen Dingen Wasser, ne? Und Wasser, ja, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Nicht mehr. Wir werden jetzt am Wochenende tatsächlich, was haben wir, 40 Liter? Ich hatte auf jeden Fall Samstag 30, ja. Und jetzt nachher waren ja auch noch mal welche. Ne? Genau, also das funktioniert. Und ja, das ist eigentlich so, man merkt es im Boden an, dass der dadurch ein bisschen fluffiger wird. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir die... Na, hier kann man es besser sehen, da muss man sich anstrengen. Dass ihr die Maisstoppeln gewalzt haben mit der Güllerwalze und ihr seht überall die schwarzen Striche. Seht ihr das hier? Schwarze Striche. Genau. Ja. Da kann das Wasser rein und dann verrotten die. Genau. Also es gibt ja die Möglichkeit, die Maisstoppeln wegzufräsen oder wegzumulchen mit einem Schlegelmulcher. Und irgendwann stand in einer Profi, glaube ich mal, gab es mal so einen Test, da ist die Güllerwalze vorgeschlagen worden, auch als gutes Mittel gegen Maisstoppeln. Und da wir die hatten? Da wir die hatten, haben wir gedacht, testen wir es mal. Und das klappt super. Ich glaube, wir haben dieses Jahr im wirklich, wo es richtig trocken war, viel gewalzt. Und die Maisstoppeln sind so auseinandergesprungen wie Glas. Ja. Das hat echt super funktioniert. Ja, und deswegen sieht es einfach so ein bisschen wild aus. Aber komm, wir laufen schnell dahin, wo wir schon gesät haben. Da sieht es besser aus. Wir haben eine Jacke, das wollte ich noch sagen, genau. Frisch gesät, gestern gesät. Wir sind ganz clever. Wir sehen erst die Fahrgassen, das sind die Reihen, wo man durchfahren kann. Kannst du auch nicht machen. Und dann sehen wir jetzt die ganzen Fahrgassen und danach sehen wir dazwischen die Flächen mit GPS, ist möglich. Dann gibt es keine Probleme.
Das dass man das vergisst, meinst du, aus, ja, wieder Freund anzustellen. Vom, Freund vom Freund, Freund kennst von ja die Geschichte, Freund, ne? Das passiert. Wir haben noch 10 Sekunden. Überall Fahrgassen. Ihr seht jetzt hier die Flächen. Ah, nein? Doch, ihr seht sie doch. Und jetzt seht ihr uns noch für... Wofür brauchen wir denn die Fahrgassen? 3, 2, 1. Tschüss. Nächstes Mal.